Hallöchen! So, wir waren hier stehen geblieben. Um uns hier umgeguckt, dies, das, du und ja. Bahnhof. Boah. Alles so ein bisschen wirrwarrartig, Alter, das geht gar nicht. Dann lädt es mal ein bisschen weiter und fahren zum Bahnhof. Ja. Ja. Ui. Da ist schon mal eine neue Person drin. Holmes, look. There's a flooded area over here. I believe that the flooded area might be worth checking. Oh, das wollte ich gerade gar nicht. Hier. Erfragen. Ganz in der Nähe des Bahnhofs von Doncaster gibt es ein großes, überflutetes Gebiet. Und einen alten Steinbruch. Wie weit kann man hier raus? This railway branch should lead to the quarry. Let us take a look. Fuck, jetzt habe ich den übersprungen. Lippen. Schaums. The rail is rusted and looks old, but the railway is still usable. Hier war doch irgendwas. Achso, das war wahrscheinlich diese weiße Schrift. Na, scheiß drauf. Ah, wie viel Uhr? Okay, halb. What should we do next, Holmes? The railway ends here. That is strange. Wahrscheinlich deswegen die gespulten, warte, nein. Komm B. So, danke. Wie stoßt du hier? Ja. Macht für mich Sinn. Gleich zum Steinbruch. Jemand hat die Schienenteile gestohlen, um vorübergehend das fehlende Gleisstück zum überfluteten Steinbruch zu ersetzen. Gleich zu den Minen. Jemand hat die Schienenteile gestohlen, um vorübergehend das fehlende Gleisstück in die Mine zu ersetzen. In der Mine. Der Zug stürzt das so. Könnte sein, muss nicht sein. Aber jetzt warum ich hier eigentlich nochmal hier umgucken überall und dann reden. Okay, da ist jemand. So eine Tür. So. Wie weit kann man hier raus? Nicht weit. Also ist es egal mit dieser Tür? Ja. Gut, man weiß ja nie. Ah, ey. Kennt ihr es, wenn ihr extrem scheiß Nackenschmerzen habt? Ah, das ist dumm, dass ich nicht so oft draußen war. War mein Fehler in den Ferien. Auch wenn ich immer noch habe, aber. Hä? Da hat schon was geblubbert. Lol. Jetzt würde ich sagen, reden wir. Einfach mal aus Spaß an der Freude.
Good day to you, sir. My name is Sherlock Holmes, and this is Dr. John Watson. We are investigating the case of the vanished train. Is that so? Well, good day, gentlemen. I am Mr. Duff, the station master of this station. I'll be happy to help you in any way I can, but there's not much that I can tell you about last night. Gleich gibt es wahrscheinlich sehr viel zu sagen. Melancholisch, keine Ahnung. Keine Amtuhr. Ringsspuren. Er war wohl kurz fehlender Knopf. Dieser Mann kommt irgendwie verdächtig vor. It appears that you may be at risk of some flooding along the line here. You mean that the whole bloody lake is at our feet? Quite so. But it is strange, because according to my map, there should be a quarry here, and behind that, the lake. How should I know? I only arrived here a few months ago. And where did you work before that? I was working in Nottingham. But I asked for a quieter place, so they transferred me here. Life is cheaper. I can't really complain. Did any passengers leave or board the train last night? No. I saw no one as usual. I reported the train's passage by telegraph. Just the same as all the other nights. Goodbye, sir. It is obvious that we cannot inspect the quarry. Instead, we can check the beach area around the flooded lake. Der kommt mir sehr verdächtig vor. Mexikaner Telegramm aus Dorcanos überfluteter. Hier aufheben. Ja, okay. Könnte gesunken sein. Der Zug könnte im überfluteten Steinbruch in der Nähe des Bahnhofs von Doncaster versenkt worden sein. Der Zug kann nicht im überfluteten Steinbruch versenkt worden sein, weil am alten Nebengleis, das dorthin führt, ein Stück fehlt. Ich nehme einfach immer das als. Ja. Aber nicht, wir hätten dann den Fall schon gelöst, theoretisch. Achso, dann. Jetzt werden wir alles nochmal übergehen. Das ist halt immer erstmal so Gedanken. Watson, would you like some tea? No. Watson, would you like some tea? No. No. Schön. Richtig schön. Habe ich schon gesagt, dass die Spiel so richtig schön gemacht wurde. Man eigentlich nicht jammern kann. Tür auf. Muss wohl was Besonderes jetzt kommen. Der haut ab. A funny character. He looks anxious. And he is not an Englishman. Warum habe ich so das Gefühl, wir müssen ihm nachgehen? Das ist doch. Ist das nicht das gleiche, was der Robinson auch raucht? Hmm. This scent is familiar to me, but in order to recognize it, I must combine my associations into one picture. Soll das Mexikaner sein? Oh nee. So, erstmal runter. Das kann ich. So. Nur diese zwei Sachen kann ich bewegen. So theoretisch. Bisschen. Hä? Achso, oder es muss dorthin. Ja.
hab's gleich. Hä? Ah, natürlich spinnt wieder meine Maus. Na toll, jetzt habe ich. Das stimmt schon mal. A greenish-brown cigar with a strong aroma, a hint of peppermint. Ricardo. You already know the name of this man? Holmes, you amaze me. No, Watson, I refer to the cigar. It is a Ricardo Tarrant, a Mexican cigar of an excellent quality. Quite an expensive one, too. Okay, das habe ich gerade nicht verstanden. Ah ja, es backt natürlich. This ashtray is full of ash and cigar stubs. Einmal das. Apparently, there was a conflict between the Mexicans and the Chileans. Diese, okay, das können wir wahrscheinlich. A greenish-brown cigar with a strong aroma, a hint of peppermint. These ashes and cigar stubs are similar to the one that we found on the floor. Some of the stubs were recently smoked. There are others that appear fairly old. That means that the fellow spent several days here. Judging by his clothes, he's hardly a traveler or a tramp. Well concluded, my dear fellow. A man who smoked the Ricardo brand of Mexican cigar spent several long days at Doncaster Station. Interessant. Hier gibt's nichts mehr. This ashtray is full of ash and cigar stubs. Okay. So, ganz fertig. I'm always. So, der verdächtige Mann am Bahnhof von Doncaster rauchte Ricardo-Zigaretten, eine teure mexikanische Marke von exzellenter Qualität. Er hat dort mindestens eine die letzten paar Tage verbracht. Gucken, wie viel wir noch ein bisschen kriegen von unseren schönen spaßigen Sachen. Gucken, was wir hier so finden. Bürotisch. Newspaper articles on horse racing, hurdle, steeplechase and flat racing. He is a true enthusiast, Holmes. Betting slips for horse racing. Boah, ey, das nervt mich gerade ein bisschen. The sums are quite impressive. It can be an expensive vice. This man had probably used all his savings. Telegraph. Warte, was haben wir? Also teure Wettschein über Federin. Nein. I asked Mycroft to find out some information on the WEA Coal Company. Here is his reply, and it is an interesting one. Okay, na, gucken wir mal schnell hier. Achso, Doncaster Vorsteher. Der Bahnhofsvorsteher von Doncaster ist in keiner guten Stimmung. Die leere Stelle an seinem Ringfinger und seine unsauberen Kleider legen die Vermutung nahe, dass er vor kurzem geschieden wurde. Offensichtlich fällt ihm das Leben als Single nicht leicht. Seine Arm
Amtsurfehlt, vielleicht hat er sie verloren oder sie wurde gestohlen. Oder er hat sie verpfändet, wenn er das Geld benötigt haben wollen sollte. Es gibt zwei Firmen, Barsanas aus Chile und Carsal aus Mexiko. Beide Unternehmen wollten die Mint der Firma WEA Cool kaufen. Das mexikanische Carsal-Konsortium hatte bereits eine vorläufige Vereinbarung erreicht und die Verträge vorbereitet. Allerdings gelang es der chilenischen Barsasas-Gruppe mithilfe ihrer einflussreichen Verbindung, sich den Zuschlag für den Kauf den Minen zu sichern. Aber wird immer mehr interessanter. Kein Groll, die Mexikaner hegen keinen Groll gegen die Chilenen. Geschäft ist schließlich Geschäft. Der Fall wird immer mehr interessanter. Das freut mich. Sonst würde ich es wahrscheinlich langweilig finden. Gibt's hier noch was Interessantes? Schade. Also ist hier auch eigentlich so ein Interessantes. Hunter irritiert jetzt mal. Tasche des Bahnhofsvorsehers. This post bag belongs to the station master. Das verstößt gegen das Briefgeheimnis. Ja, Dings da. Anwaltskanzlei Corbel. Main Road B. In Antwort auf Ihren letzten Mahnbrief möchte ich Ihnen versichern, dass ich sehr bald alle ausstehenden Ratenzahlungen für meine Schulden begleichen werde. Hochachtungsvoll, Edward Dodds. The station master appears to have found himself in some financial trouble. Brief an Frau des Doncasters Vorstehers. 7 Alphine Street bei Sport Nottinghamshire. Meine Liebe, ich bitte dich, mir dieses Mal zu vertrauen. Schon bald werde ich genug Geld haben, um die Hypothek auf das Haus abzahlen zu können. Es ist nur noch eine Sache von wenigen Tagen. Du kannst natürlich weiter ohne mich in unserem Haus leben, wie du dir das wünschst. Glaube mir aber bitte, dass ich dich immer noch liebe. Ich kann nur hoffen, dass du mir eines Tages trotz dem Unglück, das ich in den letzten Jahren über uns gebracht habe, verzeihen kannst. Liebe Edward. Wie süß. So richtig romantisch. So süß. Postsäcke. Warum will ich da noch nicht reingucken? Ja, ich guck da. Railway Postbags. Schade, ich dachte, hier wäre was Interessantes. Schade, schade, Marmelade. Jetzt wirklich nicht. Ich kann nicht glauben, dass hier nichts ist. So Räume sind immer so schön verdächtig. Da müssen wir irgendwas machen. Dann reden wir noch mal kurz mit denen da. Mit dem Typ da. Ah, ich muss dann gleich die Part. Oder egal. I observe that you are a gambling man, Mr. Duff. You had hoped that your relocation to this small town might have helped ease your addiction, but it was not to be. I beg your pardon? Addiction to what? We found a number of horse racing tickets inside your office. Well, well, we all have our weaknesses. An expensive obsession, surely, for a station master. It is none of your business. I occasionally attend the races with my colleagues. And anyway, that's my private life. There was a gentleman of Mexican origin, I believe,
in the waiting room. Did you notice him? What? A Mexican? Here in the back of beyond? Are you quite sure about that? Goodbye, sir. Watson, it seems that both South American companies were involved in the purchase of the mine. The man at Doncaster who fled our approach, he smokes Mexican cigars. Perhaps... Yes, Watson. We should certainly speak with him. Gut. Dann hab ich wohl recht. Doncaster Versteher hielt Geld. Nein, macht für mich keinen Sinn, noch kein einziger. Uns fehlt noch irgendwas. Soll ich den Part beenden? Oh, wollte ich nicht, sorry. So, ich wollte Tab. So, wir werden jetzt nochmal dran. Okay. Wir werden nochmal hier rumgehen. Bis zu Erisheim. Wir werden nochmal mit einem reden und dann reden wir nochmal mit dem Typen und dann, ja. Gehen wir zum Strand, würde ich mal so behaupten. Aber ich glaube, ich gehe noch mit hier rum und zu und rede nochmal mit allen Leuten, die ich da sehe. Und dann bin ich den Part. Falsch, aber nicht. Vielleicht auch nicht. Wir werden sehen. Okay, ich dachte schon, spiel ich mir da. Aber dieser Fall wird immer mehr interessanter. Ach, ich liebe es. Aber leider traurig, dass wir bis jetzt nur ein einziges Rätsel überspringen mussten. Aber das habe ich nicht verstanden. Ich bin in sowas sowieso schlecht. Achso. Falsch. Oh, der Mann ist hier. It's a scandal. And I... Don't touch anything, please. Na, egal, dann reden wir nochmal kurz mit dem. I will not move from here until I receive my refund. Warte, hat irgendein Typ nicht... Das ist immer noch da, das ist blöd doof, finde ich. Ach, wisst ihr was, ich rede einfach nochmal mit hier. Mit allen. Schadet ja nicht. Bisschen über... Ach, okay. Ach, wen interessiert's, Alter? Dann mache ich halt ein bisschen länger. Chesterfield. Und dann zu RSA. Und dann, ja. Dann gehen wir im nächsten Strand. Ja, zum Strand, ja. Zum nächsten Part zum Strand und wir werden bestimmt diesen Mexikaner sehen. Oder wie der trefft. Gucken, ob es eine Verfolgungsjagd wird. Okay, das leckt jetzt ein bisschen. Ah, will I ever get any peace? Oh. Watson versperrt mir hier immer den Weg. Böser Watson, Alter. Böser. Nix. Hier ist auch nichts. Gut. So, dann gehen wir nochmal zu Erisheim. Ich hätte jetzt gedacht, wir würden dann
mit dem Typen noch mal reden, aber okay. Wie ich jetzt auf Strand gekommen bin, habe ich keine Ahnung. Kann sein, dass sie vielleicht was übersprungen haben mit dem Rehen. Na, wenn sie das jetzt können, können wir sowieso gleich nach. Weil ich verstehe es jetzt kein Stückchen, wenn ich ehrlich bin. Wie sie jetzt auf Strand gekommen sind. Hier waren wir auch lange nicht mehr. Boah, ey, mir kommt so vor, ob hier jemand gearbeitet, Alter. Verändert sich doch irgendwie immer und immer wieder. Oder nicht? Ich habe keine Ahnung, Alter. Das ist ein bisschen komisch. The entire train has disappeared. It's a disaster. Na egal, dann beende ich diesen Part und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Aber trotzdem. Ja, egal, sehen wir uns beim nächsten Mal bei Sherlock Holmes, Grimes and Pushmans. Bis dann.